Liebe Leute, wir sind zurück bei Let's Play Gothic 3 Enhanced Edition. So, Montera sollte soweit befreit sein. Das war ja wieder eine Schlacht. Es war ja wirklich, es war eine Schlacht. Man muss es wirklich so sagen. Das war kein One-on-One-Fight, das war ich gegen den Rest. Ja, das war ja wohl wirklich richtig heftig. Kann mir das mal jemand erklären? Meine Güte. Was war denn das hier für eine Patrouille, hä? Ich meine, sie wollten mich auch nicht angreifen, aber wenn ich hier schon aufräume, ja, dann richtig. Keine halben Sachen. Ja, wenn ich den Müll wegbringe, dann bringe ich auch den ganzen Müll weg. So, die Farm scheint soweit verwaist. Hier scheint nichts mehr beim Alten zu sein. Jetzt kann ich auf einmal bei den ganzen Leichen looten. Das ging vorher irgendwie, sind die alle despawned. Ah, ein paar Rebellen sind auch drauf gegangen. Vanguard. Oh, oh, das hat einige Opfer gefordert, wie ich sehe. Wir haben verdammte 30 Lernpunkte. Wartet mal, jetzt müssten ja eigentlich wieder die Rebellen hier das Sagen haben, ne? Aber Montera ist verlassen. Montera ist befreit. Du bist ein Held. Möge Innos dich leiten, mein Freund. Hier hast du Dinge, die dir auf deinem weiteren Weg helfen werden. 3 Heiltrank, Mana-Trank, Gold, 1500 Erfahrungspunkte. Ich habe Roland deine Nachricht überbracht. Sehr gut. Jetzt wird hoffentlich alles gut. Hier hast du deine Belohnung. Ja, wo sind jetzt die restlichen? Die restlichen Rebellen? So wie in Kapdun? Kommen die nicht in die City hier? Ja gut, dann werde ich das jetzt hier nutzen, mich nochmal bei dem Kerl in seiner Burg richtig zu bedienen. Zu schwer. Scheiße. Viel Gold. Na gut, das war jetzt nicht die dickste Belohnung hier drin. Viel Gold. Das ist immer relativ gesehen. So, mega die fette Ausbeute war das jetzt hier nicht. Aber hier bei dem Kerl mit den Waffen. Genau. Erlesene Ausbeute. Fass bloß nichts an, Mocher. Ja, siehst du mal, wie ich das jetzt hier anfasse. Penner. So eine feine Auswahl ist das nämlich jetzt hier nicht. Ja, scheiß Spitzhacke. Das ist eine rostige Streitaxt. So.
Das gab sie nicht. So, ich werde jetzt die ganze Stadt ausnehmen, ne? Da gibt es jetzt keine Hemmung. Hier vor allen Dingen das hier wird doch noch sehr interessant sein hier. Sklaven dürfte das ja nicht stören. Falls die doch aufmüpfen sollten, mache ich die fertig. Na gut, so viel war das jetzt doch nicht. Oh, oh, uiuiui. Da habe ich aber fast einen kleinen Fauxpas gemacht. Wie sieht das denn hier drin aus? Ein paar Waffen und eine Truhe. Tja, ob hier wohl wieder nochmal Leben reinkommt? Also die können jetzt hier nicht hier eine Geisterstadt draus machen. Also ich hoffe, dass die Rebellen hier nachher hinkommen. Alles andere wäre doch schon ein bisschen lächerlich. Ich hoffe übrigens nicht, dass mir gleich hier wieder die Festplatte rumspackt, weil die voll ist. Das könnte jetzt auch ein bisschen die Lecks erklären. Ich hoffe einfach mal, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ansonsten mache ich diesen Part einfach jetzt ein bisschen kürzer. Daran habe ich nämlich jetzt gerade erst wieder denken können. Ah, jetzt! Jetzt sind sie langsam da hier. Otis, Daryl. Du hast uns den Sieg gebracht! War noch nicht so viele. Was, wenn ich eine Nacht drüber schlafe? Da sind sogar Waffenbündel. Abgebrochen. Hab ich jetzt erst gerade gesehen. Abgebrochen. Ach, come on. Abgebrochen. Ach, du bist doch ein Mistkerl. Ja, wenn ich dich Mistkerl nenne, dann schaffst du es, ne? So, dann wollen wir mal. Teleport nach Okara. Eigentlich könnten sie ja Okara jetzt verlassen. Gibt eigentlich keinen Grund, hier zu bleiben. So, du kannst ein bisschen was von meinen Waffen haben. Ja, schön. Erstmal 12 Söldnerarmbrüste, die 9000 Gold wert sind. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Bastardschwert ist 4000 Gold wert. Oh, das ist lächerlich. Danke für das Gold. Vielen Dank für die Blumen. Oh ja, ich merke es an den Legs, dass es jetzt langsam Zeit ist, Pause zu machen. Lange wird die Festplatte nicht mehr aushalten. Ja, liebe Leute, ich muss hier Pause machen. Tut mir leid, der Part hier wird leider kürzer. Wir hören uns im nächsten Part wieder und dann geht's weiter. Und dann quatschen wir mal hier ein bisschen mit dem Anführer Roland. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.